Der Hauptanlass ist heute, dass ich als Schützenkönig, wie sagt man so, den Löffel abgebe. Am Samstag wird ein neuer König gekrönt und da ist es manchmal nicht ganz unüblich, dass man den ehemaligen verabschiedet. Der Zapfenstreich kennt ihr aus Funk und Fernsehen, wenn die großen Politiker die Ämter abgeben. Und da haben wir gesagt, wir kleinen Leute auf dem Land können das auch so machen und wollten hier mit eurer Hilfe einen schönen Abend gestalten. Mit eurer Hilfe heißt, es haben mir heute hier schon einige Anwohner geholfen, die Pavillons und Bänke aufzustellen. Es haben sich einige eingebracht, indem sie Präsente und Fressalien mitgebracht haben, die jederzeit willkommen sind. Wir haben natürlich versucht, hier etwas dazu zu buttern, und sodass eigentlich heute niemand aus den Latschen kippen muss. Und so, dass wir sagen, wir können einen wunderschönen Abend genießen. Das Salutschießen selber, es wird nicht jeder gleich so wissen, kommt eigentlich aus der Seefahrt. Das heißt, Schiffe, die gekommen sind in die Häfen, musste man ja wissen, sind sie denn kriegerisch veranlagt oder nicht. Und da mussten die ihre Kanonen abfeuern, damit das heißt, sie sind nicht mehr unbedingt so kriegswillig. Das hat man dann ausgebaut. Heutzutage tun alle Könige bei Neugeburten, bei Vermählung schießen, und dann gibt es auch noch die Schützenkönige, die das auch mit nutzen. Wie ein Schützenkönig einzuordnen ist und natürlich auch ein bisschen sarkastisch bis lustig gesagt, das wird uns dann die Katja darbieten und noch einmal in Erinnerung zurückbringen. Dann habe ich die Kleinste von uns, die Sophie, gebeten zu sagen, wie fing denn alles an mit unserem Leben und wie wird es denn eventuell mal enden. Das wird sie uns darbieten. Und dann natürlich, der Dominik wird dann die große Verpflichtungserklärung machen, dass er demnächst auch Schütze wird. So dass wir jetzt erstmal 10 Minuten etwas schönen Kulturgenuss genießen können. Katja, bist du so nett? Hallo, schönen guten Abend. Ich würde Ihnen mal ganz kurz vortragen wollen, was es mit einem Schützenkönig eigentlich auf sich hat. Für alle die, die sich damit noch nicht so gut auskennen. Was ist denn das, ein Schützenkönig? Ein Mann ist, und sonst weiß man wenig. Die Brust ziert eine Schützenkette, die er gewann nach einer Wette. Die darf er nun ein Jahr lang tragen, das reicht zu Ruhm und Ehr an Tagen. Geputzt, geschmückt, grad wie ein Pfau, grün das Gewand, ansonsten blau. Deshalb, so folgert der Verein, ein Schützenkönig, der muss sein. Ein Schützenkönig ist ein Mann, der schießen und auch trinken kann. Infolgedessen, wie man hört, nicht jeder Schützenkönig wird. Als Werkzeug braucht er ein Gewehr, auch müssen Kugeln, Pulver her. Das Ganze richtet er nach vorn, schaut von der Kimme übers Korn und lässt dann schnell die Hände schweben zum Doppelkorn, der steht daneben. Die Scheibe steht bekanntlich still, und wenn's der Zufall dann so will, dann hat ein Mann, der nicht lang fackelt, den Schuss ins Ziel hineingewackelt. Und kurz darauf kann man mit Dröhnen den neuen Schützenkönig krönen. Der ist auch stolz auf seinen Treffer. Doch liegt ja da der Has im Pfeffer. Für seinen besten Schuss, dem Guten, darf er das ganze Jahr nun bluten. Ein Schützenkönig, der gefällt, braucht außer Treffer nur noch Geld. Weil jeder, der ihn einmal kannt, jetzt kommt zu ihm als Gratulant. So kommt der Sangesbruder Kegler, der Volleyballer Weltumsegler, der Hühnerzüchter Jugend forscht, auch andere haben großen Durst. Sehr bald schon sieht ein jeder ein, der König ist ein armes Schwein. Drum, Männer aus der Schützengilde, ich glaube, jetzt seid ihr im Bilde. Wollt ihr in Zukunft sorglos leben, so lasst euch sagen, schießt daneben. Schießt lieber übers Ziel hinaus, verzichtet auf den Blumenstrauß, auf Feiern, Orden und Plaketten, auf Urkunden und Schützenketten.
Denn wer ist heute wohl noch so doof und schießt sich selbst um Haus und Hof? Dankeschön. Oh, danke. So, und jetzt möchte die Sophie gern was vorsingen. Mm. Und zwar wie beim Schützenkönig Lothar alles begann. Als ich ein Baby war, war ich noch klein. Das soll bei Babys ja so üblich sein. Ich hatte nur 3 Haare auf den Kopf und rutschte durch die Wohnung auf den Topf. Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, Schleife bitten und noch vieles mehr. Der nächste bitte. Als ich ein Baby war, war ich noch dünn. Ich frag mich heute, warum ich nicht mehr bin. Ich hab den Tag in meinem Bett verbracht und immer nur die Windel voll gemacht. Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen und Schleife binden und noch vieles mehr. Hm. Der nächste bitte. Als ich ein Baby war, war ich noch lieb. Ich war ein ganz besonders süßer Typ. Na, in der Nacht, da fing ich an zu schreien. Waren alle wach, dann schlief ich wieder ein. Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, Schleife binden und noch vieles mehr. Der nächste bitte. Als ich ein Baby war, war ich noch schön. Davon ist leider nicht mehr viel zu sehen. Ich hab den Tag die Mama angeschaut. Dann ging sie weg, dann schrie ich ziemlich laut. Aber jetzt bin ich groß, seht doch mal her. Jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, Schläfe Treppen steigen und noch vieles mehr. Der nächste bitte. Bravo! Oh. Und jetzt ist der Dominik dran. Jetzt ist der Dominik dran. Nee, Papa, nee. Schützenbrüderchen, ich bin klein, mein Herz ist rein. Ja, möchte ich ein Schütze sein, Schütze wie mein Großpapa. Frisch und fröhlich stehe ich da. Wenn ich groß bin, wär's gelacht, kauf ich mir eine Schützentracht. Jetzt will ich die Tracht dann tragen und das Eichenlaub am Kragen. Ein Gewehr, mit dem die Luftkugel in die Ferne pufft und mit dem man treffen kann. So ein Ding schaff ich mir an. Werd ich einmal König sein, lade ich euch zum Freibier ein. Rufe laut mit voller Kraft, hoch lebe die Schützenbrüderschaft. Ein Treffer, hurra! Das muss man erleben. Darum ein Dreifach, gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Wollen wir aber nicht bloß mündlich machen, wollen wir auch. So, die Schützen bitte ich dann um ein dreifaches Salut. Schützen, wir machen das wie immer. Ein Salut mit allen. Und dann mal was ganz Schweres. Einzeln schießen, wie ihr das schon von anderen Vereinen kennt, ist natürlich dann die Stunde der Wahrheit, wenn mal der eine oder andere seine Waffe nicht richtig in Ordnung hat oder gereinigt hat. Und dann wieder eins zusammen, um die anderen zu versöhnen. Zum ersten Salutschuss. Pulver füllt. Tropfen setzt. Ladestock zieht. Ladung setzt. Der überholt uns dann. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Hahn in Ruhe.
Zündhütchen setzt. Spannt den Hahn. Hochlegt an. Gebt Feuer. Lass mal gelten. Gewehr ab. Zum zweiten Salutschuss. Pulver füllt. Pfropfen setzt. Ladestock zieht. Ladung setzt. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Hahn in Ruhe. Video möchte man nicht auswerten. Zündhütchen setzt. Spann den Hahn. Hochlegt an. Und jetzt nacheinander. Gebt Feuer. Okay. Oh. Gut. Naja, Note 3 minus. Wir bedanken uns trotzdem beim zweiten Schuss. Zum dritten und letzten Salutschuss. Pulver füllt. Tropfen setzt. Ladestock zieht. Ladung setzt. Ladestock zieht. Ladestock setzt ein. Und jetzt Herr Hockel, ne? Und für den Herrn Engel. Hahn in Ruhe. Kommt jetzt. Hahn in Ruhe. Machst du mit, Steffen, oder? Gut. Da nimmt man es hoch. Zündhütchen setzt. Spannt den Hahn. Hochlegt an. Gebt Feuer. Gewehr ab. Ha? Wir bedanken uns. Und der Damian will jetzt einen Tischspruch sagen. Viele kleine Füße schwimmen jetzt zu Tüsse. Reißen sich die Flossen, dann wird beschlossen, nicht mehr zu pluppern, sondern schnell zu futtern. Piep, 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 rest guten Appetit, dann der Kleist, lasst euch gut schmecken. Danke. Willst du schon rein haben? Wenn der wieder hin ist, zu zeitig. Ja. So, die Grillmeister haben gearbeitet, die Chefis sind auch aufgebaut. Jeder muss ein bisschen langen Hals machen, um zu sehen, auf was für ihn dabei ist. Ansonsten wünsche ich wirklich guten Appetit. Schönen Abend, Getränke, ein Ton sagen und wir haben noch einiges im Keller. Damian, komm mal her zum Papa.
Du könntest mal ein Bild machen von deiner Maschine für den Köhler. Der hätte gerne ein Bild gehabt, da eine Mäge gemacht. Das war wirklich speziell. Das finde ich ganz großartig, was du da gemacht hast. Wenn du irgendwie mal so. Und dann auch mal welchen und so weiter, der dann. Aber ich muss ich nur jemanden finden, der ihn holt. Das bisschen was mehr essen können wir trinken. Billy, du kannst mich ja. Lass dir schmecken. Danke. Haben sie aber schön gemacht, ich kann sagen. Ja, 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 ja. Entschuldigung, jetzt kommen die Gabeln. Jetzt mal den Haufen reingreifen. Ja. Haben wir einzelne Bilder von dir? Einzelne Bilder von dir. Dauert ewig, ja? Haben wir alles. Ist alles drauf, ja? Ja. Alle neu haben wir ja, das will ich ja.